Hallo, willkommen zurück zum Arbeitswort Strahlensatz. Heute wollen wir uns weitere Beispiele ansehen, wo man den Strahlensatz verwenden kann. Man kann den Strahlensatz verwenden, um zum Beispiel Figuren mit Hilfe von Streckenverhältnissen zu zeichnen. Ein Beispiel dazu: Wir haben zwei Strecken gegeben, eine Strecke A und eine Strecke C, und bei der linken Strecke sollen wir ein Rechteck drauf zeichnen im Seitenverhältnis A zu B. Ist gleich 5 zu 3. Und bei der rechten Strecke C sollen wir ein Dreieck draufzeichnen mit den Seitenverhältnissen A zu B zu C ist gleich 3 zu 5 zu 7. Wir beginnen mit der linken Aufgabe, mit dem Rechteck. Wir zeichnen einen zweiten Strahl in diesen Eckpunkt ein, um mit Hilfe vom Strahlensatz dann die entsprechenden Seitenverhältnisse zu berechnen. Wir wissen, dass die Strecke A im Verhältnis 5, also 5 Teile beinhaltet, und die Strecke B nur 3 Teile beinhaltet. Man sticht hier ein beim Schnittpunkt des Strahles und nimmt einen beliebigen Abstand in den Zirkel und schlägt diesen Abstand 5 Mal hintereinander ab. Danach verbindet man den fünften Teil, weil das ja 5 Teile sind, verbindet man den fünften Teil mit dem Ende von der Strecke A, weil ja die Strecke A 5 Teile beinhaltet. Die daraus entstehende Strecke verschiebt man jetzt parallel in den dritten Teil und erhält dann eine Abtrennung der Strecke A in die Teile 3 zu 2. Insgesamt sind es 5 Teile, weil laut Strahlensatz die Verhältnisse der Seiten gleich sein müssen. Wenn ich hier 5 Teile habe, dann und der fünfte Teil mit dem Eckpunkt von A verbunden ist, dann kann ich mit Hilfe von Parallelverschiebung dieser Strecke die Strecke A in 5 gleich große Teile aufspalten. Dadurch, dass wir wissen, dass das jetzt da 3 gleich große Teile von der Strecke A ist, nehmen wir mit Hilfe von dem Zirkel diesen Abstand und schlagen ihn hier bei der Höhe ab. Diese Höhe bekommt man, also diese Linie bekommt man, indem man mit dem Geodreieck im rechten Winkel eine gerade Linie nach oben zeichnet. Wenn man dann den Abstand abgeschlagen hat, hat man die Breite B vom Rechteck. Mit Hilfe vom Geodreieck kann man nun im rechten Winkel das fertige Rechteck zeichnen. Nun zu der rechten Zeichnung. Wir sollen ein Dreieck einzeichnen mit den Seitenverhältnissen A zu B zu C ist gleich 3 zu 5 zu 7. Also die Strecke C hat 7 gleich große Teile. Die Strecke 5 hat 5 gleich große Teile von der Strecke C. Und A hat 3 gleich große Teile von der Strecke C. Wir beginnen wieder einen Strahl zu zeichnen und darauf gleich große Abstände mit Hilfe des Zirkels abzuschlagen. 7 gleich große. Dadurch, dass wir wissen, dass die Seite C 7 gleich große Abstände hat, verbinden wir den siebten Teil mit dem Eckpunkt von C und die daraus entstehende Strecke verschieben wir parallel in den fünften Teil und in den dritten Teil. Die Strecke C ist nun wieder aufgespalten in das Verhältnis 3 zu 5 zu 7. 3 zu 5 zu 7. Und wir nehmen dann nach wieder für die Strecke A den Abstand von dieser 3 in den Zirkel und schlagen diesen Abstand hier im Eckpunkt B ab. Danach nehmen wir mit dem Zirkel den Abstand 5 in den Zirkel und schlagen ihn hier im Eckpunkt A ab. Der daraus entstehende Schnittpunkt ist der Punkt C und wird mit dem Eckpunkt A und mit dem Eckpunkt B verbunden. Und danach erhalten wir das fertige Dreieck mit den Verhältnissen 3 zu 5 zu 7. 3
zu 5 zu 7. Im nächsten Video geht es dann weiter mit einem anderen Anwendungsbeispiel zum Strahlensatz.